Corona. Kommt ein neuer Lockdown? Gibt es eine neue Mutation? Wie ansteckend ist der aktuelle Virus? Das alles hat Herrn und Frau Österreicher jetzt bereits über eine lange Zeit immer wieder beschäftigt. Doch jetzt besteht die Möglichkeit einer Impfung. Der Allgemeinmediziner Gerhard Antensteiner aus Kindberg informiert dazu. Ein Thema beschäftigt die Österreicher ganz stark zurzeit, und zwar es geht um die Covid-Impfung. Und da gibt es in Kindberg, aber nicht nur in Kindberg, sondern in der Steiermark einiges Neues zu berichten. Ja, es gibt jetzt eine neue Variante, die Leute dazu zu bewegen, dass sie sich impfen lassen. Bisher hat es die Impfstraßen gegeben und die Impfungen bei den praktischen Ärzten. Jetzt kann man sich auch über die Gemeinden impfen lassen. Das heißt, wir versuchen damit zu erreichen, dass sich ganze Vereine impfen lassen, dass man wieder irgendwann einmal ins normale Leben zurückkehren kann. Wenn man sich die aktuellen Infektionszahlen anschaut, ist es ja leider so, dass diese deutlich steigen. Wir haben jetzt jeden Tag über 400 Erkrankte wieder, also die Inzidenzen gehen rauf, wenn man die Medien gelesen hat. Vor ein paar Tagen haben sie Mykonos, griechische Insel, haben sie komplett isoliert und unter Quarantäne gestellt. Also es gehen in Europa überall die Zahlen wieder hoch und das Einzige, was halt hilft, ist impfen, impfen, impfen. Sie sind Allgemeinmediziner. Was glauben Sie, woran kann es liegen, dass es doch bei so einer großen Bevölkerungsschicht auch noch auf Skepsis stoßen? Naja, ich kann mich erinnern, wie ich noch sehr jung war. Da hat es gegeben eine Impfung gegen Pocken, es hat gegeben eine Impfung gegen TBC, das waren Pflichtimpfungen, da ist nicht darüber diskutiert worden, sondern es ist einfach geimpft worden. Und es ist uns damit auch gelungen, so Erkrankungen wie Pocken und die TBC auch bei uns fast zu 100%, die Pocken komplett, auszurotten. Jetzt schaut die Geschichte anders aus. Man liest eigentlich wenig Zeitung, sondern man ist meistens mit dem Handy beschäftigt. Man hat die Möglichkeit, unter tausenden YouTube-Videos sich welche auszusuchen, die seinem persönlichen Geschmack entsprechen. Und man kann sich natürlich so informieren, dass man sich denkt, um Gottes Willen, was für Gift kriege ich da? Oder man kann sich auch so informieren, dass man sagt, ja, ist sinnvoll. Ich selbst bin ja krank gewesen an Covid. Das war im November des letzten Jahres. Ich war einen Monat ziemlich schwer krank. Ich bin zweimal Covid geimpft, ich habe mich selbst im Jänner und im Februar dann gleich Covid geimpft, habe keine Nebenwirkungen gehabt, ich lebe auch noch. Gibt es eine spezielle Altersschicht, wo man sagt, das sind die größten Impfverweigerer? Naja, das würde ich sagen, diejenigen, die sich am meisten im Internet aufhalten, das sind auch die, die am ehesten sagen nein, und die so zum Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, was machen Sie, was soll ich denn tun? Die lassen sich eigentlich zu über 90% auch davon überzeugen, dass die Impfung das Beste ist. Und die Kollegen, die ich kenne, sind eigentlich alle geimpft. Und vor allem auch die Kollegen, die es gehabt haben. Weil wenn man mal Covid gehabt hat und in der Nacht im Bett gesessen ist, Sauerstoffgerät am Finger und die Sauerstoffsättigung geht immer weiter runter und man überlegt sich, soll ich ins Krankenhaus gehen? Muss ich jetzt beatmet werden? Vielleicht sterbe ich dran? Dann überlegt man sich das sehr gut, ob man sagt, ah, ist ja wie eine Grippe. Und zwar auch ein Thema ist Jugendimpfung. Ab wann sollte man impfen? Gibt es da von Ihrer Seite auch irgendwelche Erfahrungen, wo Sie sagen, bis dorthin könnte man, da sollte man nicht? Ja, ich halte mich an die offiziellen Impfempfehlungen in Österreich. Wir impfen in Österreich ab 12. Also ab 12 Jahren kann jeder sich anmelden zur Impfung und wird auch geimpft. Und in Bezug auf diese Gemeindeimpfaktion, deswegen sitzen wir eigentlich hier, ist es jetzt so, wir haben zwei konkrete Impftermine. Am 28., das ist nächster Mittwoch, und den Mittwoch drauf, am 4. August, gibt es einen Impftag seitens der Gemeinde. Anmelden kann man sich für diese Impfung entweder bei mir in der Ordination 3100 oder bei der Stadtgemeinde Kindberg, Telefon 2202. Bitte die Daten bekannt geben, also Geburtsdatum, Versicherungsnummer,
sodass wir die Impfung dann auch entsprechend korrekt in den elektronischen Impfpass eintragen können, damit man dann auch die Möglichkeit hat, eben die Vorzüge, die man halt als Geimpfter hat, auszunutzen, dass man wohin reisen kann, dass man wohin gehen kann, dass man eben offiziell geimpft ist. Impfen lassen und in Kindberg das Angebot nützen. Ja, für alle Kindberger, es wird ja auch in allen anderen Gemeinden jetzt ähnliche Angebote geben. Bitte mein Appell an die Kindberger, lassen Sie sich impfen. Diese zwei Impftermine stehen jetzt einmal zur Verfügung. Impfstoff beim Land ist bestellt, wird da sein. Es ist sicher ein Pfizer-Impfstoff. Also jeder, der mich fragt, was kriege ich denn jetzt für einen Impfstoff? Sie kriegen einen Pfizer-Impfstoff und der ist meiner Meinung nach derzeit der beste. Erstmals wird auf der Brunnalm Hohe Veitsch im extra dafür errichteten Festgelände ein Open-Air-Konzert organisiert. Und wer würde dafür nicht besser passen als eine der erfolgreichsten Mundart-Bands Österreichs, die SEA. Aufgrund der derzeitigen Corona-Einschränkungen hat man sich entschlossen, die Veranstaltung auf 2022 zu verschieben. Ja, leider wegen den jetzt gültigen Corona-Regeln und Verordnungen der Bundesregierung müssen wir das SEA-Konzert, das Open-Air-Konzert auf der Brunnalm Hohe Veitsch auf nächstes Jahr, 18. Juni 2022, verschieben. Die Gründe sind ganz einfach, keine Stehplätze, kein Gastro und dann brauchen wir kein Open-Air machen. Karten gibt es natürlich noch immer. Die jetzt schon gekauften Karten erhalten natürlich ihre Gültigkeit und wir freuen uns auf ein super Open-Air-Konzert im Jahr 2022 am 18. Juni 2022, das muss man dazu sagen, weil schon viele angerufen haben bei uns, ob sie es jetzt vorverlegt, nein, leider auf 18. Juni 2022. Wir freuen uns auf ein super Open Air im nächsten Jahr. Kommt, kauft Karten bis zum Open Air 2022, die SEA auf der Brunnalm Hohe Veitsch.